Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu South Park, der rektalen Zerreißprobe. Ja, wir machen hier weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Nein, ich wollte doch gar nicht hier rein, ich wollte doch dahinter. Scheiße. Naja, egal. Tipp, 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 tipp. Für einen Mutanten bist du eigentlich ziemlich süß. Dankeschön. Vor allem, was heißt denn hier für einen Mutanten? Der brennt mit der Helme oder was? Miau? Der hat's gerade Mau gemacht. Wieso komme ich nicht hier hinter? Hier ist aber halt auch keine Kohle mehr. Ach doch, doch, doch. Man sammelt die jetzt immer automatisch gleich ein. Aha, okay. Miau? Miau? Komm raus, du Muschi. Dankeschön. Redest du mit mir? Nö, redest du mit mir? Du sollst meiner Lerngruppe beitreten. Meine ist schon voll. Hey, du. Hey, du. Willst du ein Selfie mit mir? Okay. Okay. Okay, Hundekacke. Wuhu! Okay. Wow, sehe ich echt so aus? Du siehst wirklich voll geschissen aus. Oh, hier haben wir noch eins. Dankeschön. War's das hier? Mehr gibt's hier wohl nicht. Weinerei. Schweinerei. Oh, hier gibt's sogar noch eins. Dankeschön. South Park könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Naja, naja. Okay, ja, okay, okay. Dankeschön. Oh, muss ich die wieder verprügeln hier? Willst du mit mir spielen? Naja. Du hast ein Selfie mit Ike gemacht? Machen wir ein schöneres. Machen wir ein schöneres. Okay. Wuhu! Woo! Fillmore. Yay, jetzt sind wir echte Freunde. Hey, wir sind Freunde. Willst du mit mir spielen? Nein, danke. Warum wollen die aber nicht mit mir spielen? Ah, okay, sehr schön. Dankeschön. Dankeschön. Ich kann mich mit den Teilen noch irgendwo hinporten da oben mit diesem komischen Windrad, mit diesen kleinen Rädchen da, mit diesen gelben. Mit diesem kleinen Teil kann ich mich dann irgendwo hinporten. Ach, jetzt sind wir wieder hier, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Kriegt man denn dafür einen Nobelpreis, wenn wir hier die ganzen Pflanzen kaputt machen? Hier kann man leider nicht rein. Oh. Hallo, die Damen. Diese verflixten Sechstklässler, wie ich sie hasse. Ich hoffe, sie haben sich nicht meine Kätzchen geschnappt. Och, im Moment steht mir der Sinn so gar nicht nach Selfies. Sorry, Wunderarsch, ich muss dieses Buch verschlingen. Okay. Hey, Zuckerstückchen, machen wir ein Selfie? Wir machen ein Selfie, komm. Wuhu! Mr. Slave. Oh mein Gott, oh mein Gott, vielen Dank.
Dankeschön. Das Zimmer sieht wenigstens noch so aus wie in der ersten Folge, also wie im ersten Game. Das sieht wenigstens noch so aus. So, können wir hier wieder kacken gehen. Diesmal haben sie auch ein Kackhaus. Guck dir das mal an. Blup. Oh. Oh, dankeschön. Können wir denn nicht schon ein neues Artefakt? Könnten wir nicht schon ein neues reinfügen? Nee. Schade, ach, Heldenrang Stufe 3 war das erst. Ja, okay, okay, okay. Ich hab nichts gesagt. Nee, halt das mal das. Crafting. Erde, Mr. Schnauzer. Ja, gut. Ist ja eigentlich egal. Ist ja soweit egal, oder? Komm, wir gehen nochmal für uns einen weghämmern. Nicht übel. Super. Okay. Coole Moves. Und schüttel raus die Wurst. Komm. Dankeschön. Na, wir wollen dann nicht nochmal kacken gehen. Wir haben es doch schon gerade erledigt. Wir haben doch schon gerade um unser Leben geschissen. Schade, kann man nicht anfangen. Jesus. Oh, Jesus. Gesperrt, na toll. Wieder so eine Pflanze hier. Da sind 6 Glässler, ich glaube, die wollen auf die Fresse haben. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Ach, war das nicht von taugende Freundin? Das war der Glaube von tugenden Freunden, oder? Ich wollte mir die Haare färben, aber dann müsste ich meinen Namen ändern in Haselnussblond. Kann ich helfen? Ja. Okay, warum nicht? Sehr schön. Wuhu! Okay, du kriegst ein Mitleidsfollow, was soll's? Mitleidsfollow, was ist denn hier los? Bitte. Dankeschön, dankeschön. Ich würde ja sehr gerne hier alles klauen, was ich finde. Gut, das mache ich so oder so. Ich klaue so oder so mal alles, also ist das scheißegal. Warum stellt man sich denn mitten im Sessel ins Schlafzimmer? Und wieder kacken gehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Immer dieses Rumgescheiße hier.
Coole Moves. Schütte raus, die Wurst. Dankeschön. Wir haben ein Mitleids-Follow bekommen. Wie cool ist das denn? Wo seid ihr, Miezis? Was für Schisserkatzen? Oh, die sind etwas besser. Stufe 60. Warte mal, wir können ja mal gucken. Wir gehen mal zum Moskito. Was guckst denn du so? Hast du Angst vor mir? Was guckt die denn so erschrocken? Ich glaube, die hat Angst vor mir. Geht's hier oben lang? Hier kommt der Bulldozer. Brumm. Brumm. Miau. Hodo Dojo. Ach ja, haben wir ja auch noch reingeguckt, ne? Wie wäre es mit unseren neuesten Sachen? Hup, Butters und Tampon im Mund hat. Wie toll ist das denn? Und tschüss. Und tschüss. Miau. Die Frage ist, ist das dort jetzt? Ist das ein Bild? Ne, guck mal, dann, da leuchtet es nämlich. Da hat es nämlich gerade geblinkt. Miau. Das haben wir schon geschrottet. Hier waren wir auch drin. Danke für das Geld. Hier waren wir, glaube ich, auch drin. Waren wir hier drin? Ja, das ist Klamottengeschäft, genau. Oh, da hinten war noch ein Bild. Ich habe es gerade gesehen. Hier. Na, lass ich dich in die Bank rein, sobald die Märkte zusammengebrochen sind. Okay. Hier komme ich noch nicht rein. So, Ich habe ein paar neue. Nächstes Mal bringe ich meine eigenen Zeitschriften. Folgender Vorschlag. Ich folge dir auf Kunstagram, wenn du ein Selfie mit mir machst. Wie klingt das? Okay. Wuhu! Hatste, jetzt folgt dir eine coole. Jetzt folgt dir eine coole. Was auch immer. Was ist das hier? Ah, guck mal, da oben hängt da auch eins, oder? Oder es ist da bestimmt eins. Natürlich, guck mal. Ist das nicht hier oben, wie hieß sie, Barbara Streisand? Oder irgend so komisch? Hieß die nicht so? Nächstes Mal bring ich meine ein. Juckt es hier drin, oder ist das... Lässt du dir dein Gesicht richten, Cowboy? Schön für dich. Ich lass gar nichts machen. Dankeschön, Dankeschön. So, was haben wir hier? Oh, was gibt's denn hier? Was haben wir denn hier? Ja, erstmal eine schöne Tasche, Dankeschön. Oh, hier hinten ist noch ein Bild, sehe ich gerade mal. Da, Dankeschön. Wie viel braucht man? Ich glaube 10. Wir haben da jetzt schon eigentlich schon fast alle, oder? Gesperrt. Warum ist denn die Kacke gesperrt?
Wir können ja hier leider gar nichts machen. Schade, schade, schade. Hätte ja sein können, aber... Möchtest du? In Ordnung. Da wird Wendy aber echt überrascht sein. Sehe ich genauso. Woohoo! Woo! Ach, Mr. Okay. Testerburger. Kann ich zurück an die Arbeit? Danke. Ach, jetzt weiß ich. Ja, genau, mit dem Handy. Mit dem Handy rumspielen. Miss Testerburger. Kann ich dich für unser Freundes- und Familienpaket begeistern? Das werden wir noch sehen. Wie kann ich dich von unserem Freundes- und Familientarif überzeugen? Das werden wir noch sehen. Ich habe neues Zubehör. Ich habe neues Zubehör. Raumanzug, okay. $30, Alter. Nicht etwas teuer, oder? Ich frage mich halt wirklich, ob man das hier halt immer alles braucht oder ob man das halt verkaufen kann. Nicht, dass ich es verkaufe und dann brauche ich es am Ende. Ja. Danke für deinen Einkauf bei D-Mobile. Oh, lieben gerne. Sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Okay. Haben die hier vielleicht so ein Bild drin von diesen... Naja. Oh, was haben wir denn hier? Sprich mit Mr. Adams in der Polizeiwache. Okay. Ja, kommt da jetzt nichts Gutes bei raus, oder? Wenn ich hier reingehe. Miau. Wo bin ich denn hier? Miau. 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 Eine Mau. Post Office. Dankeschön, gib mir das mal alles hier. Was haben wir denn hier? Ja, sehr schön. Feinster Schmutz. Oh, hier hinten. Da. Mal das. Und jetzt sehen wir das noch. Ich würde gerne mit dem Herr hier hinten reden oder mit der Dame. Oh, Fady Dudu. Wie bist du zum Superhelden geworden? Hat der Mob deinen Onkel umgebracht und du findest keine Ruhe, bis er gerecht ist? Ich bin geschmeichelt, aber ein Superheld muss echt besonders sein, um mich zu beeindrucken. Bin ich doch. Sag mal, was ist los mit dir? Wir haben neue Vorräte reinbekommen, trotz knapper Fördermittel. Kondom, der alte Gladiator, okay. Beim nächsten Mal ja vielleicht auf dem Günststuhl. Gesperrt. Wieder Sechsklässler. Die wollen es aber wissen. Wo haben sich diese Scheißkatzen verkrochen? Gab's voll eine von ihm geschossen. Ihr habt's verdient. Das wird ein heißer Tanz. Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen. Mach sie fertig, Saftsack. Was denn, du tanzen oder boxen? Tanzen.
Möchte jemand tanzen? Fuck, fuck, fuck! Nehmt eure Medizin, Zwerge! Wehe, das landet auf meinen Schuhen! Alter, du hast ja einen Gammel. Gefällt dir das, Vierklässler? In der Mittelschule gibt's davon noch mehr! Ein frischer Wind zieht auf! Wie machen wir denn das jetzt? Ich heile erstmal. Heilung! Heilung! Wieder dabei! Also los! Dankeschön. So, Greg, kannst du Leute anpissen? Nee, der ist scheiße. Rambun. Den Rambun immer jetzt weg, oder? Ich hab genug von dem Kack. Ah, oh. Hättest du dir mal bei deinem Kostüm so viel Mühe gegeben? Alter, sei froh, dass ich hier bin. Na, hä? Warum dreht er sich immer wieder nach... Hä? Ist der dumm? Warum drehst du dich immer wieder? Jetzt geht's auf einmal. Oh, dann machen wir das hier. Da liegt nämlich wenigstens schon einer im Dreck. Das ist die Hauptsache. Oh, angewidert. Selbst schuld, wenn du in meinen Spuckradius kommst. Ja! Fängst du jetzt an zu heulen, Zwerg? Könnte passieren, ja. Schwusch! Wusch! Wir müssen heilen. Wohlbekommst! Dankeschön, Dankeschön. Oh, bin ich dran? Omega Crash Extra! Ach, verdammt, der Kacke, jetzt hab ich so genau früh gedrückt. Genau so, mit Köpfchen! Verdammt, jetzt hab ich so früh gedrückt, scheiße. Hau sie weg, Neuer! Hier machen wir, pass auf, wir machen gleich das hier. Ah, woher hast du Laser? Ich will auch Laser! Du hast keinen Laser verdient, Mann, was ist los mit dir? Extra für dich. Dankeschön. Voll machen. Es liegt was in der Luft, der Human Kite. Nimm das. Ziemlich stürmisch hier. Alle kotzen sich hier, was ist denn da los? Du hast ja richtig heftig ausgeteilt. Du schaffst das. Na komm, den jag mal einfach so weg. Genau, du Penner. Zum Wetter, aus dem Westen nährt sich der Zorn des Kite. Okay, dann war's das. Kinderspiel. Ein Kampf ganz nach meinem Geschmack. Ihr Pfeifen hier. Oh, redest du mit mir? Hast du deine Katze verloren? Irgendwas hast du verloren. Was habe ich schon verloren? Hab ich meine Katze verloren? Ich hab doch gar keine Katze, aber ist egal, ich hab meine Katze verloren. Hier haben wir noch eins, sehr schön. Oh, da haben wir jetzt sogar schon 9. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Sagen Sie alle meine Termine heute ab. Sie haben heute keine Termine, Ma'am. Hervorragende Arbeit, weiter so. Da ist das letzte, ich geh kaputt. Oder war das jetzt schon das letzte oder kommen da noch welche?
Gab's da 10 oder ist das so unbestimmte Zeit so? Finde 10 Dingsbums, ja, haben wir ja gemacht. Wenn du immer fleißig lernst, dann wirst du vielleicht auch mal Bürgermeisterin von einem Kuhkaff. Kann sein, ja. Weißt du jetzt, wer die Bürgermeisterin und mich arbeitslos machen will? Nein. Schön, dass sich junge Leute noch für Lokalpolitik interessieren. Wenn die Chefin dir nicht folgt, folg ich dir auch nicht. Okay, dann folg mir mal. Die will mir nicht folgen. Ich geh kaputt. Die will mir einfach nicht folgen. Warte mal, komm ich hier hinter? Ich würde sehr gern, dann muss ich bestimmt hier lang, oder? Schön schade, dass man hier nicht mehr sprinten kann. Ist die Ozonschicht nicht schon dünn genug ohne das Rumgefurze? Nein. Ich würde ja gerne mal... Ach, der ist noch weiter oben. Ist der? Okay. Überall hier eine Baustelle. So, hier müssten wir ja auch noch rein zur Police. Zur Polizei. Was gucken die mich denn immer so verängstigt an? Alter, bin ich ein Atzen. Ich habe erstmal voll den Baumstamm zerprügelt. Ich weiß nicht, ob man die Pflanzen hier kaputt machen muss. Oder hier die Sträucher hier. Habe ich gar keine Ahnung. Oh, hallo mein Kind. Dich habe ich ja noch nie gesehen. Nicht? Aber du kommst zur rechten Zeit. South Park steht am moralischen Abgrund. Unsere Katzen werden gestohlen. Häuser mit Klopapier geklopapt. Okay, vielleicht ist jetzt noch nicht der jüngste Tag, aber wir brauchen einen Helden. Ich frage jetzt mal ganz gerade heraus. Siehst du dich selbst als einer von den Guten? Naja. Ich kann deine Verwirrung verstehen, aber für jeden von uns kommt irgendwann der Tag der Entscheidung. Wirst du zu Jesus finden und den richtigen Weg wählen? Wirst du auf dem Mittelweg lavieren? Vom dritten Weg wollen wir gar nicht sprechen. Ich hoffe, du bist Teil der Lösung, nicht des Problems. Tu den ersten Schritt, mein Kind. Betritt diese Meditationskammer. Dort kannst du dich deinen schlimmsten Ängsten stellen. Stell dich deinen Ängsten, neues Kind. Stell dich deinen Ängsten. Stell dich deinen Ängsten. Was sind meine Ängste? Dein Dad hat deine Mom gefickt. Hast du Angst im Dunkeln? Vor Schlangen? Der Farbe Blau? Mu. Oh hey, ich bin in deiner Fantasie. Nur ein netter katholischer Priester, der dich ein bisschen besser kennenlernen möchte. Ja genau, ich bin auch voll in deiner Fantasie und werde dir gleich die Schultern massieren. Hast du dir sowas jemals träumen lassen? Lass mich das Licht hier drin ein bisschen heller machen, damit wir dich auch sehen können. Oh mein Gott, muss ich jetzt hier gegen Priester her? Was ist hier los? Der hier mag es wohl etwas ruppiger. Soll mir recht sein. Okay, diese Gegner setzen langsame Attacken ein, was du an den gestreiften Quadraten auf dem Schlachtfeld erkennst. Langsame Attacken brauchen einen Zug zur Vorbereitung, werden also im nächsten Zug deines Gegners eingesetzt. Okay. Die roten Markierungen zeigen an, wo der gegnerische Angriff Schaden anrichten wird. Bewege dich auf ein sicheres Feld, um nicht getroffen zu werden. Achte auf diese Markierung, der langsame Angriff kann sehr viel Schaden anrichten. Ich bin auch für Geburtstagspartys zu buchen. Ja, das glaube ich dir. Ich muss hier rausgehen, ich kann sonst nicht. Oh, Gottes Liebe erfüllt mich. Ja. Wo ist auf einmal das Kind hin?
Alter, schlägt er sich selbst. Die dumme Sau. Oh mein Gott. Hey, ich brauch den. Ah! Oh, das mag ich. Glaub ich dir sogar. Alter. Hier, kleines Kindchen, komm raus zum Spielen. Gleich spritze ich dich mit Gottes Liebe voll. Alle Kinder Gottes verdienen seine Liebe, also halt still. Wurscht. Was? In Luft aufgelöst! Ja, dann schlag mal ins Leere. Raus, wie immer du bist. Ah, schlag mich. Hab ich schon gerade. Ich habe Gottes Liebe hier. Wer will sie spüren? Kriegen wir den jetzt den Gegner weggeschossen? Sehr schön. Dann machen wir das gleich so. Ja! Du Penner, Blöder. Keine 2 Minuten in einen dunklen Raum stecken, ohne dass ihr Wichser auftaucht. Ihr kommt definitiv in die Hölle. Und jetzt raus hier! Die Spinnkönigin sagt was anderes. Ich zieh mir zur Buße den Lümmel an. Tja, nun, das tut mir jetzt wirklich furchtbar leid. Weißt du was? Ein Rabbi hat mir mal dieses Macaroni-Bild geschenkt. In Zeiten schwerer Prüfungen nutze es, um den Propheten Moses anzurufen. Viel Glück auf deiner spirituellen Reise, mein Kind. Alles klar, ho. Dankeschön. Du hast deine erste Beschwörung erhalten. Greife im Kampf auf das Gegenstandsmenü zu und benutze das Macaroni-Bild, um Moses zur Hilfe zu rufen. Okay. Dann würde ich sagen, das war's wieder mit der Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Lasst sehr gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben da und wir sehen uns nächste Folge wieder. Lasst euch nicht ärgern und nicht klauen. Bis dahin. Ciao, ciao.